Es spricht eigentlich nicht viel für den TSV Rhein beim Auswärtsauftritt vor gut 760 Zuschauern am Schönbusch. Personell stark ersatzgeschwächt, eine Fremde mit nur 2 mickrigen Pünktchen aus 7 Spielen und allgemein einer schwachen historischen Bilanz mit nur 2 Erfolgen und 8 Niederlagen gegen die Viktoria in Weiß. Trotzdem werden die Schwaben alles reinwerfen bei den favorisierten Aschaffenburgern, die 5 ihrer letzten 7 Ligapartien gewonnen haben. Dementsprechend die Hausern auch gleich mal auf dem Gaspedal. In der 9. Minute Benedikt Laverty mit viel Platz auf links. Aber Niklas Meyer kann in der Mitte seine Hereingabe nicht so richtig verwerten. Wenig später ein leichter Wackler bei Torwart Nummer 3 der Gäste, Vincent Uder, der wegen Rotsperre und Verletzung der beiden Stammkeeper derzeit ran muss. Auf der anderen Seite ein Freistoß aus Top-Position und Standardspezialist Arif Ekin streichelt den nach 16 Minuten rein. Erste Chance, erstes Tor für den TSV. Spielbestimmend warte in die Viktoria, die Durchschlagskraft ließ aber zu wünschen übrig, während der Matchplan der Gäste bis hierhin voll aufging. Hinten standen sie kompakt, vorne setzten sie Nadelstiche. Einmal schon erfolgreich, beim zweiten zielgerichteten Abschluss in der 35. Minute fehlte dann allerdings die Präzision. Wenig später sorgte noch ein Kopfball von Altin Maksouni nahe einer Ecke für gewaltig Unruhe vor dem Gehäuse von Ricardo Döbert, der derzeit den an Corona erkrankten Stammkeeper Max Grün vertritt. Aber just als Rhein etwas mutiger wurde, schlug die Viktoria zu. Klasse Pass von Alexandru Parashiv in den Lauf von Laverty und dessen Hereingabe trifft Nikolas Hebisch zwar nicht hundertprozentig, reicht aber trotzdem zum Ausgleich in der 40. Minute. Zur Pause also 1:1 am Schönbusch. Durchgang 2 dann ähnlich wie der erste. Aschaffenburg suchte die Lücke im Abwehrverbund der Gäste. Laverty fand sie eigentlich in der 54. Minute, aber dann verspringt die Kugel aufgrund eines Platzfehlers beim Abschluss komplett und die Riesenchance ist dahin. Und weiter war Steineklopfen angesagt für die Hausherren. Aus einer eigentlich missglückten Ecke entsteht das nächste dicke Ding. Felix Metzler kann jedoch nach 71 Minuten die Maßflanke von Laverty nicht verwerten, weil er den Ball nicht voll trifft. Ansonsten passierte aber dann nicht mehr viel und auch das Hoffen auf einen Lucky Punch war vergeblich, weil die Viktoria auch bei ihrer letzten gefährlichen Szene in der 90. Minute die nötige Konsequenz vermissen ließ. So tauchten dann in der 5. Minute der Nachspielzeit tatsächlich auch nochmal die Gäste vorne auf, aber das wäre des Guten schon etwas zu viel gewesen. Endstand 1:1. Ich glaube, wir haben das komplette Spiel dominiert und Rhein mit einem Freistoßtor aus 25 Meter, will nicht sagen, verdient sich das 1:1, sondern es war einfach richtig bitter für uns, weil ich glaube, das war der einzigste Torschuss. Und wir hatten auch wirklich nochmal 2-3 hundertprozentige Möglichkeiten, die wir einfach nicht machen. Und da muss man schlussendlich mit dem 1:1 zufrieden sein. Ja, ich denke, dass ein verdientes Unentschieden ist, auch wenn Aschaffenburg mehr Spielanteile hatte. Aber ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie sie in der zweiten Halbzeit verteidigt hat, wie sie sich in alles reingeworfen hat. Und auch in Anbetracht dessen, wie die Woche bei uns lief, mit Verletzungssorgen und mit Krankheiten. Ja, wie die Jungs das bis zum Ende durchgezogen haben, ist super. Respekt an Rhein für eine richtig starke kämpferische Leistung, die mit dem 3. Auswärtspunkt dieser Spielzeit belohnt wird. Aschaffenburg scheiterte heute dagegen hauptsächlich an sich selbst.